Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kors. Heute mal alleine. Und ich weiß, das ist bei Minecraft, ich glaube, echt seit langer Zeit nicht mehr der Fall gewesen, dass ein Part alleine kam. Aber heute ist es eben nochmal soweit, weil all meine Aufnahmepartner heute leider keine Zeit haben. Ich aber für heute zum einen dringend ein Video brauche. Und zum anderen, es kann sein, dass sich dieser Part verspätet. Das wollte ich auch nochmal anmerken, das werde ich aber sowieso auf Discord auch nochmal anmerken, denke ich, dass der Part eventuell Verspätung hat. Aber das ist, denke ich, auch nicht so schlimm, dass ich diesen Part jetzt heute alleine mache. Heute werde ich so ein bisschen darauf eingehen. Ihr wisst ja alle, wir hatten im Oktober, beziehungsweise es ist immer noch Oktober, wir hatten ja diesen Monat einen Livestream. Ich hoffe, ich erzähle gerade keinen Sturz, dass der Livestream auch wirklich im Oktober war, aber es müsste eigentlich so sein. Auf jeden Fall kann ich jetzt schon mal sagen, wir werden im November auch nochmal einen Livestream haben, ziemlich sicher. Also ich meine, Versprechungen kann ich jetzt keine machen, ganz sichere, aber ich habe ja auch beim Oktoberstream nicht gesagt, da kommt auf jeden Fall ein Stream. Sondern ich habe gesagt, mal schauen, da kann ich vielleicht streamen und ja, dann konnte ich auch wirklich streamen. Also ich denke, das wird auch diesmal funktionieren. Merkt euch deswegen auf jeden Fall schon mal den 2. auf den 3. November vor. Das ist ein Freitag auf Samstag. Donnerstag ist da Feiertag und da gibt es dann Freitag auf Samstag einen Livestream. Mal schauen, ich denke, es wird ungefähr so lang wie letztes Mal auch. Vielleicht ein paar Minütchen, Stündchen weniger, vielleicht auch ein paar mehr. Das kann ich jetzt noch nicht sicher sagen. Ich hau dann mal lieber ab. Das wäre vielleicht ein bisschen klüger. Ja. Oh. Was? Ach, wir hatten die Chorus abgebaut. Ich glaube, ich hab den Chorus-Sound aus. Ich weiß nicht. Ist das bei Musik? Nee. Ich mache die Sounds mal alle ein bisschen lauter, damit ich die auch mitbekomme. Aber wie gesagt, deswegen merkt euch den 2. auf den 3. November einfach mal ein bisschen vor. Wäre nicht schlecht, wenn ihr da Zeit hättet. Denn ganz ehrlich, so einen coolen Stream wie letztes Mal hatte ich noch nie und ich würde das am liebsten jedes Mal, wenn ich streame, wiederholen, dass einfach so viele Leute dabei sind und auch man gut über irgendwelche Themen reden kann, neben dem Zocken an sich, dass man eben vielleicht auch ein Stündchen oder so einfach mal irgendwas Chilliges, Angenehmes spielen kann und dabei einfach ein bisschen mit euch redet. Das hat mir nämlich im letzten Stream echt unglaublich gut gefallen und ja, natürlich wird es auch wieder ganz viele Sachen geben, wo ihr mitspielen könnt. Unter anderem denke ich auch, gibt es wieder mal Minecraft, wie dieses Mal auch schon. Vielleicht zu einer Uhrzeit, an der mehr als 5 oder 10 Spieler den Spielmodus spielen aufkomme, den wir spielen wollten. Das wäre nämlich ja ganz vorteilhaft. Sonst muss man da nämlich immer so ewig warten, obwohl wir haben dann ja auch die Zeit. Obwohl ich sagen muss, die 12 Stunden gingen letztes Mal so unglaublich schnell rum. Also ich weiß nicht, wie das aus eurer Perspektive war, aber aus meiner gingen die 12 Stunden so unglaublich schnell rum. Das war schon fast, was heißt schon fast, das war eigentlich schon ziemlich schade. Am liebsten hätte ich da direkt nochmal 12 Stunden dran gehängt, aber ja, so viel Zeit hatte ich dann doch leider nicht. So viel Zeit habe ich auch dieses Mal nicht, aber 12 Stunden sollten ziemlich sicher wieder drin sein. Wenn es mehr gibt, dann gibt es sogar mehr, wenn nicht, dann eben leider nicht, aber ich will da ja mal nichts ausschließen, dass ich vielleicht nicht sogar 16 Stunden habe. Oder nein. Ernsthaft. Oh shit, da sind die schon bei dem einen Chor. Fuck, 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 fuck. Nein, nein, nein. Ah, shit. Okay, bei dem einen Chor, der ist nicht mehr da. Den habe ich. Da ist nie mehr. Ach, das ist beim anderen Chor. Okay, ich konnte den auf jeden Fall mehr als aufhalten.
So. Damit hätte sich das Problem dann erledigt. Jetzt sind sie beim anderen Chor schon wieder. Ich habe das Gefühl, mein Team gibt einfach null Support und ich muss alles alleine machen. So. Ah, Mist. Der steht da jetzt drin und Bowspammt halt. Nein! Shit! Ah, Mist, Leute. Das hätte ich besser machen können. Hm. Das ist blöd. Ihr könnt aber sogar, wenn ihr irgendwelche Ideen für einen Stream habt, irgendwelche Spiele... Ihr könnt ja meinen letzten Stream durchschauen, da habe ich ja auch unter anderem mal gezeigt, was für Spiele so zur Auswahl stehen, was ich so alles habe. Und ihr noch irgendwelche Ideen habt von Spielen, die ich noch nie gestreamt habe, oder eben noch nicht da gezeigt habe, noch nicht in dieser Liste hatte, dann könnt ihr die auch mal in den Kommentaren vorschlagen und dann können wir die auch vielleicht spielen. Jetzt vielleicht bitte kein COD Competitive. Das, ja, ist nicht so meins. Da gibt's Leute, die haben mehr Skill und Leute, denen macht das auch deutlich mehr Spaß, da mal richtig loszulegen als mir. Ist dann eben nicht so mein Spiel, vor allem nicht in einem Stream, wo man dann doch schon für meine Verhältnisse ziemlich begrenzte Zeit hat, wenn man mehrere Spiele drin haben will und eben für mehrere Spiele auch meistens keine Zeit hat. Die dreisten Arschlöcher bauen gerade ernsthaft unser Zeug da ab. Hallo? Tschüss? Achso, der ist von uns. Oh. Ich habe jetzt gerade kurz Angst gehabt um unseren Chor, weil ich habe halt gedacht, der wäre vom Gegner gewesen. Aber ich muss jetzt auch mal zum Chor. Hier ist nämlich von gegnerischer Seite mehr los, als mir lieb ist. Da kamen sie alle auf einmal, da konnte ich jetzt nicht so viel machen. Aber ich glaube, schafft er das? Nee, er hat es nicht geschafft. Aber dafür räche ich mich jetzt. Ha! Ja, sieht aber nicht so gut aus. Wir haben... Toll. Wir haben einen Chor schon verloren und beim anderen sieht es jetzt gerade nicht besser aus. Und das, obwohl wir auch vier Leute sind. Natürlich muss man dazu anmerken, dass einer von uns gerade als Foldiertyp einfach nur bei uns im Eisen... campt und gar nichts macht. Sprich, wir sind drei Leute. Und die sind vier Leute, die sogar Skill haben. Und das ist eher nicht so vorteilhaft, wenn man auf einer so kleinen, also auf einer von Spielerseite, so kleinen Map, dann eben nicht die volle Spielerzahl hat. Da tut das dann schon mal noch mehr weh, als wenn man bei einer 8 Spieler pro Teamrunde nur 7 Spieler statt 8 hat. Ja, und da sind sie schon wieder beim Chor. Oh shit, und es ist keiner von uns beim Chor, das ist nicht gut. Obwohl, wir sind genug Leute und die sind noch nicht genug Leute, um das irgendwie ausgleichen zu können, dass wir da kurz nicht da waren. Ah shit, jetzt sind zwei da, wir müssen durchwaschen. Leute, rennt! Oh, da hat er mich direkt bekommen. Oh, und unser Foldiertyp wird jetzt bestimmt gleich runtergeschossen. Da wette ich Geld drauf schon fast. Das hätte ich auch ohne ihn hinbekommen. Also ich warte jetzt auf die Aktion, wo er einfach stumpf runtergeschossen wird und uns nichts gebracht hat. Denn diese Situation gibt es bei 99% der Fälle bei solchen Foldiertypen.
Ah, Mist. Hm. Ich bin aber direkt wieder auf dem Weg. Und schafft es mein Teammate? Jawohl. Nice. Danke für eure XP. So, gut, ich konnte den einen noch gerade so killen, der noch in Stack XP-Flaschen aufgesammelt hat. Das war nämlich auch so ein bisschen meine Hoffnung, weil wenn sie keine XP-Flaschen haben, dann kommen sie wenigstens nicht, wenn sie irgendwann abgefuckt sind, mit verzauberten Sachen. Das würde mich nämlich ein bisschen ragen lassen. Deswegen bin ich da ziemlich zufrieden jetzt. Obwohl ich gern noch den da oben, der die ganze Zeit Bowspam weg hätte. Weil der ist dann doch ziemlich nervig. Okay, den habt ihr gut. Okay, Überraschungsmoment hat das Ganze rausgehauen. Ja, jetzt ist er aber wieder... Ah ja, ich sehe ihn. Na, ah, da war jetzt aber plötzlich einer. Shit, ich habe nicht mit dem einen gerechnet, der da von unten noch gekommen ist. Ich habe nur den da oben gesehen und mir so gedacht, jawohl, den... Mit dem kriege ich keine Probleme. Naja, das war so zu erwarten und ich habe trotzdem nicht drauf geachtet. Es war das so zu erwarten, dass der da jetzt einfach rankommt. Ach ja, genau, und ich möchte mich noch dafür entschuldigen, falls diese Folge ein bisschen kürzer wird. Aber ich muss das Teil auch noch irgendwie geuploadet bekommen. Und ich weiß, ich bin gerade ein bisschen im Verzug, was Aufnahmen angeht. Ich hätte zwar noch ziemlich viel Two Point Hospital auf der Platte, aber ja, ich will euch jetzt nicht den fünften oder den vierten Tag, ich weiß es nicht, ich glaube den vierten Tag in Folge will ich euch jetzt nicht Two Point Hospital bringen, deswegen... Ja, da will ich doch noch mal ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Leider bekomme ich halt momentan nicht so viel aufgenommen mit irgendwelchen anderen Leuten. Der ist einfach runtergesprungen. Zusammen. Das muss sich noch mal ändern. Das wird es hoffentlich auch demnächst wieder... Also bitte, lass mich mal in Ruhe. Ja, da ist dieser blöde... Bogentyp, ist der da oben? Ja, ich glaube schon. Also, ja, da ist er wieder. Ich hasse den einfach. Der nervt so sehr. So, du kommst mal... Ah, Mist. Hm. Ich habe jetzt irgendwie gehofft, dass ich den bekomme und ich glaube, sieht jetzt gerade nicht so gut aus bei unserem Chor. Teammate, bekommst du das hin? Der ist mir so auf den Sack gegangen, Leute. Ich hätte dem jetzt auch gerade einen Kopf abreißen können, wenn es möglich gewesen wäre. Hätte ich das jetzt gerne gemacht. Ah, den hätte ich jetzt auch gerne noch mitgenommen, weil die Bowspammen schon wieder. Und ich hatte ja letztens vor 2 Folgen erst diese Kackfolge mit den ganzen Bowspammern. Oder nee, das war glaube ich die letzte Folge. Stimmt, genau. Wir haben es als zweitletzte Folge aufgenommen, aber ich habe es als letzte Folge genommen. Vorher habe ich das mit der Frankfurter Buchmesse genommen, glaube ich. Nee. Ja, ich bin mir da gerade nicht mehr sicher. Weil wir haben da irgendwie die Folgen getauscht. Wir haben sie anders aufgenommen, aber... Also, als in der Reihenfolge, in der wir sie letztendlich hochgeladen haben, beziehungsweise ich natürlich. Naja, jetzt geht's gerade nicht mehr so gut. Wie wär's, wenn jemand bei uns im Chor mal was macht? Wenn der doch da die ganze Zeit einer da ist, wie wär's denn, wenn irgendjemand sich mal um den kümmert? Leute, da ist doch irgendwo jemand. Und schau doch mal jemand nach. Ah, muss ich das machen?
schade, den hätte ich jetzt gern unten gesehen. Oh, unser Foliertyp müsste mal zum Chor rüber. Leute, macht mal was! Jetzt ist gleich ein Full-Iron-Typ bei unserem Chor! Okay, ich muss mich nicht beschweren, ich bin gerade ernsthaft darunter gesprungen. Der größte Depp der Nation. Okay, er ist nicht mehr da. Wir haben den doch niemals bekommen. Nee, der ist noch da. Safe. Ja, ich sag's doch. Ah, da ist er. Jetzt wissen wir es mit Sicherheit. Ich will aber deren Weg jetzt gleich mal ein bisschen ausbauen, so dass ich von hier aus zu deren Chor laufen kann. Ich glaube, unser Foliertyp ist aber draufgegangen einmal. Gut, wir haben ihn. So, und jetzt machen wir das Ganze mal andersrum. Was ihr könnt, das kann ich auch. Und zwar schon länger, als ihr wahrscheinlich Minecraft spielt. Obwohl, nee, das will ich jetzt nicht sagen. Es gibt auch deutlich noch ganz viele Minecraft-Spieler, die Minecraft schon länger spielen als ich, aber ich spiele es dann doch ziemlich lange, würde ich sagen. Länger als der Durchschnitt. Das Problem ist, ja, das geht bis ganz nach oben, das ist nicht so gut. Ich hoffe, das fällt nicht auf. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird auffallen. Leute, ihr müsst das schaffen. Shit. Die wurden gerade zweimal weggeholt. Okay, einer ist tot. Nein! Shit. Ich hab gedacht, ich könnte von da unten vielleicht noch irgendwas machen, aber ja, hat nicht mehr funktioniert. Ich hätte zurückkommen sollen. Es war eine Fehlentscheidung, aber 35 Kills, das kann man durchaus mal machen. Das hat man jetzt auch nicht alle Tage in so einer Runde. Ich glaube, ich habe mich also PvP-technisch dann doch ganz gut angestellt. Trotz dessen, dass ich schon ewig kein Minecraft mehr gespielt habe. Aber nichtsdestotrotz war es das für heute von Minecraft Chors. Ich hoffe, in nächster Zeit gibt es dann auch mal wieder die ein oder andere Sache mit irgendeinem Aufnahmepartner zusammen. Denkt an den Livestream am 2. auf den 3. November. Merkt euch vor, schaut mal, ob ihr noch Zeit habt an dem Tag, beziehungsweise an den beiden Tagen. Und wenn es dann endgültig feststeht, hoffe ich, werde ich dann auch noch ein Infovideo machen, wenn ich dran denke. Und ciao!